Hallo, Zucker. Weiter vorgenommen, frische Marsch mit Mitte Mark. Immer noch beim Ballen Shuttle. Lohndienstleistung ist fertig. 32. Ich denke, grob an. Will jetzt noch eben die letzten Ballen da wegsammeln. Dann können wir nämlich die Lohnauftrag nämlich auch abschließen. Und danach muss das Ganze, die ganzen Siloballen sowieso immer zum Tierbedarfshandel. Dann lohnt das sowieso eigentlich nicht. Mal gucken, wenn wir gleich noch irgendwie eine gute Fläche haben, wo wir vielleicht noch Heu drauf machen können im Lohn. Oder wo es gutes Geld gibt dafür, dann könnte man das vielleicht auch noch eben machen. Weil der 8R ist theoretisch über. Den brauchen wir vielleicht gut gleich wieder zur Skille fahren, wenn die da mit Maishacken durch sind. Und so viel steht da jetzt auch nicht mehr. Nur noch so ein bisschen. Ein Müh. Und bei uns ist echt wüst windig, muss man ja sagen. Aber Citybus. Ich habe ja wie gesagt schon offscreen ein bisschen weitergespielt. Jetzt, ihr dürftet das jetzt auch schon längst gesehen haben. Trotzdem kann ich es ja nochmal erzählen. Offscreen habe ich da jetzt noch ein bisschen weiter gerissen. Beziehungsweise ist ja auch viel mit Warten verbunden. Hätte ich gesagt. Weil du ja dann ein bisschen hier, ein bisschen da, immer ein bisschen dort und so machst. Wer ist denn fertig mit der Arbeit? Achso, der 7R ist fertig. Weil du dann immer ein bisschen hier und ein bisschen da machst und so. Und ich finde es auch interessant, wenn ich so alleine spiele, dann ist das immer noch mal ein bisschen geiler. 75. So, wir müssen jetzt weiter auf die 75. Das ist natürlich die Frage, haben wir einen Kurs auf die 75? Haben wir noch gar nicht. Das heißt, du musst erstmal so zu 75 kommen. Na, guck mal, das hat auch ganz gut geklappt. Dann bringen wir das schon mal wieder weg und dann würde ich vorschlagen, fahren wir damit hoch zur 48. Ja, dann müssen wir nämlich einmal außen drum herum sammeln, wenn der da auf die Bahn fängt oder auf die Bahn anfängt, dann hängt das wieder im Weg und hier und ne, das klappt alles nicht. Das ist alles nicht gut. Und mal gucken, dass wir uns vielleicht auch mal einen Maispflücker von so einem Drescher anschaffen, weil ich hoffe ja, dass diese ganzen Flächen vielleicht irgendwann mal Körnermais werden und wir dann endlich mal ein bisschen Körnermais machen können. Hoffe ich. So ein bisschen vielleicht. Oh. Oh. Geht wieder. Es geht. Und ein echtes Schiedwerkswetter dieses Wochenende. Wenn ich schon erzählt habe, also wir haben Samstag. Morgen war ich kurz draußen, weiß nicht, 2 Stunden oder so und habe ein bisschen meinen Kram gemacht. Hier wird die Kotiere ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen hier, ein bisschen da, was man so machen konnte. Und dann echt den ganzen Nachmittag bis abends dann am Schiffen, wirklich am Regnen und am Regnen und am Regnen. Echt Wahnsinn. Und dann einen Tag spät, also dann abends hat es dann aufgehört zu regnen, dann fing der Wind an und seitdem haben wir Wind. Auch echt wüster Wind und es ist kalt geworden. Ich war schon draußen heute Morgen, habe Müll rausgebracht und mein Auto reingesetzt. Ich habe nämlich keine Lust, morgen früh zu kratzen. Deswegen habe ich mich ganz lockerflockig dafür entschieden, wir fahren einfach ins Trockene.
Dann muss ich morgen nicht so. Muss ich morgen früh nicht kratzen, falls es dann doch friert. Wenn man die Möglichkeit hat, das Auto drin stehen zu lassen, dann rein damit in die gute Stube. Muss ich nicht kratzen, das geht doch. Das Auto rausfahren, also Türen auf, Auto raus, Türen wieder zu. Und dann sich ins Auto setzen, geht immer noch schneller als morgens zu kratzen. Wenn natürlich morgens nur so ein leichter Film da drauf ist, ich habe hier von Würz und Eisspray, dann ist das kein Problem, dann geht das auch relativ zügig. Wenn da morgens aber eine richtige Eismatte drauf ist, also du auch richtig kratzen musst, vorne, hinten, links, rechts, dass du zumindest ein bisschen was siehst, dann bist du mit Türen auf, Auto raus, Türen wieder zu, bedeutend schneller unterwegs. Bedeutend. Das macht sich bemerkbar. Guck mal hier, alles fleißig an Arbeiten hier. Schön. Ich finde es echt gut, wie CP und AD sich, sag ich mal, sowas hier drumherum fahren, auskoffern. Das sieht richtig professionell aus. Muss man ja sagen, wie es ist. Da kann man echt nicht meckern. Würde ich vorschlagen, vorher mal einen sammeln. So, jetzt ruckelt das ja noch leicht, das ist noch eine Kacke. Und ja, ich lade im Hintergrund immer noch Videos hoch. Seitdem ich die Qualität ein bisschen angepasst habe und so weiter, sind die Videodateien auch bedeutend größer geworden. Ich habe sogar passend gerade offen hier. Die Montagsfolge hat 12,7 GB. Die Dienstagsfolge 13,29. Die Mittwochsfolge hat dann 19,0 GB. Das liegt da immer ganz drauf an, was du Performance-fressendes machst. Umso mehr Pixel du verarbeiten musst, umso einfacher ist das. Deswegen, das merkst du mir erst immer ganz klar, wenn du einen Drescher fährst oder Ballen machst oder hier so übers Dings geht, dann wird die Datei größer. Wenn du aber den ganzen Tag über den Acker cruist und ein bisschen grubberst oder Gülle fährst oder so, ist das nicht so wüst. Das macht sich schon wohl bemerkbar. Aber naja. Immer wieder meckern auf hohem Niveau. Und da ich das wäre relativ, also wir haben gutes Internet, wir haben Glasfaser, wir haben zwar aktuell nicht die volle Auslastung, also wir haben keinen High-End, wir haben eine 100.000er Leitung, ein bisschen mehr kommt an, ich bin so bei 12 MB up and down. Gestern, wann habe ich denn Updates gefahren? Freitag, dann hatte ich auch mal 13,5, 14 MB up und MB down, also es schwankt immer ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen können wir uns da echt nicht beklagen. Es läuft echt stabil. Klopf auf Holz. Es läuft echt stabil, es läuft flüssig, es läuft gut. Und vor allen Dingen echt stabil, was so Upload angeht und so weiter. Wenn ich da so von anderen höre, dass Upload schwankt oder so eine Kacke, habe ich bei mir gar keine Probleme mit. Ich kann die ganze Zeit hier, ich habe meinen Upload-Limiter, habe ich die ganze Zeit offen. Da kann ich super verfolgen, wie die Upload-Raten und die Download-Raten sind. Die sind echt stabil, also wirklich über Stunden schiebt er da seine 12 MB, 11, 12 MB, kommt drauf an, was er an dem Tag gerade so geht, schickt er dann hin und her. Also das ist echt stabil, da kann ich mich nicht beklagen. Das läuft hervorragend. Und so kann man dann auch relativ gut planen, wenn ich jetzt hier 2 Stunden aufnehme oder so. Die 2 Stunden LS verträgt sich mit meinem Rechner ganz gut, so dass die Qualität gut bleibt, dass ich aufnehmen kann, dass es nicht ruckelt. Natürlich, wie ihr gerade gesehen habt, gibt immer mal so ein paar Kleinigkeiten, wo du denkst, jetzt wird es aber gleich kriminell. Aber wie man sieht, man kann nicht meckern. So, jetzt hoffe ich noch, dass ich die beiden Ballen da mitnehmen kann und dann fahren wir zum Tierbedarfshandel. War doch 48 Tierbedarfshandel, oder nicht? Auf geht's zum Tierbedarfshandel. Kann einmal ganz kurz gucken. Wie sieht's aktuell aus? Einmal rein, mal raus. So. Internet, ja. 11, 10, 9.
11,2, so aktuell so um diese Embed-Zahl dreht sich's gerade so ein bisschen. Natürlich, weil ich jetzt hier auch noch ein Spiel spiele, was nicht konsistent Internet zieht, ist das immer noch sowieso ein bisschen schwieriger. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Ah, das ist das letzte Stück, der letzte Meter. Das ist schön. Hier unten waren wir noch nie. Neuer Ordner. Habe ich natürlich so gut wie ich bin. Wir müssen so trotzdem erst eben die Silobahn wegfahren. Wärst du dann mit den anderen da drumherum wegnehmen müssen, bevor du mit der Bahn anfängst, sonst kollidiert das gleich, das gibt einen Crash, das gibt nur Katastrophe. Deswegen machen wir das jetzt als erstes, bevor wir dann gleich den Hacker zurückholen und die Abfuhrgespanne aufteilen. Weil der eine muss im Silo fahren für die Kühe unten. Der LKW muss Milch fahren, weil das auch bald voll. Das müssen wir jetzt gleich alles mal kurz ein bisschen wieder koordinieren. Weil LKW muss Milch fahren gleich. Milch und Wasser, erstmal Milch, dass es da rauskommt. Und der LKW und ein Abfahrer muss gleich Mischerzaun fahren. Also wenn wir jetzt gleich mal eben alles einstellen. Dann haben wir noch zwei über. Die wird es gleich wahrscheinlich erstmal warten lassen, denn ich will mal eben kurz gucken. Oh Gott, der ey. Oder mal, wenn wir jetzt gleich sowieso alle Kurse pausiert sind, dann Häcksler ist fertig, alles andere ist fertig. Dann haben wir jetzt gleich nur zwei Kurse am Laufen. Krone Big X und der Fendt, alles andere steht. Und die Raupe noch. Und dann würde ich jetzt gleich mit dem kurz den Server pausieren und eben den Mod da drauf werfen. Weil dann könnten wir uns theoretisch auch gleich schon damit beschäftigen, eben den Kuhstall bauen und die Futtermischanlage bauen. Weil dann kann nämlich dann ein Abfahrer auch schon die Futtermischanlage befüllen. Wir können Tiere kaufen. Und wir müssen unten mal gucken, wie das nachher alles da unten wohl hinpasst. Mietfleisch, Milch und Rinder und was nicht alles. Dann hatten wir auch immer so 900 Tiere plus Reproduktion. Und immer wenn 1000 voll waren, haben wir 100 weggebracht. Und irgendwie so in der Art haben wir das im letzten LS gemacht. Da müssen wir nur den Schlachter noch irgendwann mal bauen, wenn Geld da ist. Wenn Geld da ist. So, dann fliegen wir mal eben zum Tierbedarfshandel. Wir haben sowieso noch einiges zu tun. Nur dann der Kalk? Ne. Kraftstoff. Da muss da einer tanken. Ach, der LKW war tanken. Ich sehe es da hinten. Da hinten fährt er. Da hinten ist er am tanken.
Gut, aber damit sind wir dann auch erstmal durch für heute. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir machen dann morgen weiter auf dem Freitag. Mit den neuen Projekten. Ich nehme jetzt gleich mal die neue Futtermischanlage mit drauf. Dann können wir die Futtermischanlage bauen. Wir können den Tierstall bauen. Können vielleicht schon Tiere kaufen und dann Kurse einstellen fürs Gülle abfahren, Wasser befüllen, Mischfutter fahren, Frischwasser fahren. Also alles sowas. Und natürlich die ganz normale reguläre Arbeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.